Ich rede heute mit Markus Fiedler über die Wikipedia. Hallo, Herr Fiedler. Hallo, Herr Schink. Sie beschäftigen sich ja schon seit einiger Zeit mit der Wikipedia und vor allem mit politischen Artikeln, die dort auftauchen. Wann ist Ihnen denn zuerst aufgefallen, dass es dort einen großen qualitativen Unterschied zwischen politischen und naturwissenschaftlichen Artikeln in der Wikipedia gibt? Ja, das war im Jahr 2014. Also dem vorangegangen ist, im Sommer ungefähr, habe ich mich dann mit meiner Kollegin unterhalten. Sie ist Geschichtslehrerin. Ich selber war halt im Wesentlichen für Biologie in der Oberstufe eingesetzt. Ja, und dann reden wir halt zufälligerweise über die Wikipedia und ich preise die Wikipedia in höchsten Tönen, weil ich natürlich dann nur auf meine molekularbiologischen Artikel drauf gucke, also Photosynthese, Glykolyse oder was hatte ich denn noch alles? Da war noch, ja, also das waren so die Hauptthemen oder halt irgendwas, was mit Genetik zu tun hatte. Das war alles so super toll. Proteinbiosynthese, super gute Artikel. Ja, also da kann man wirklich nur großes Lob loswerden. Und das ging halt darum, ich denke mal, da sind auch viele arbeitslose Biologen unterwegs in der Wikipedia, die machen dann einen sehr guten Job, auch Chemiker und Physiker, die tragen auch sehr gute Artikel ein. Alles sehr gut bequellt, gute Quellen, alles in Ordnung. Ja, und dann erzählte sie mir aber von einer ganz anderen Wikipedia. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Und dann sagte sie, die Wikipedia ist nicht zu verwenden. Und sie meinte natürlich die Wikipedia im politischen und im geschichtlichen Bereich. Und da gibt es also so viele Fallstricke, so viele Manipulationen. Ja, und ich habe das erstmal unter Kuriositäten abgeheftet, weil ich damit nichts anfangen konnte, weil ich, wie gesagt, bis dato dann nur halt meine Fächer da drin hatte und Musik ist sowieso, ja, ne, also wenn es um Musikwissenschaft und Musiktheorie geht, das ist auch ein unpolitisches Thema. Also wüsste ich jetzt nicht, wo ich da irgendwie suchen sollte, dass ich da was finde, was irgendwie schräg ist. Naja, und das hatte ich dann erstmal so unter Kuriositäten verbucht, wie gesagt. Und irgendwann im Winter habe ich dann ein Video von Daniele Ganser gesehen, von dem Historiker Daniele Ganser. Und der ist bekannt geworden durch seine Forschung zu NATO Stay Behind Armeen, hat dazu auch eine Promotion gemacht. Das ist inzwischen ja auch als Buch rausgekommen. Das ist das Gladio, heißt das Thema. Also weil das die NATO Stay Behind Armee in Italien so hieß. Und damit ist er bekannt geworden mit diesem Thema. Ja, und dann war es so, dass also dann dieser Daniele Ganser ganz anders dargestellt wurde in der Wikipedia, als man das so also vom Sehen her kannte. Also ich habe dann ein ganz anderes Video gesehen, als ich in der Wikipedia auf einmal diese Person beschrieben sah. Auf einmal sollte der laut Wikipedia rechtsradikal, antisemitisch, Verschwörungstheoretiker sein. Und zwar immer in der Form, dass man nicht schreibt, der ist jetzt rechtsradikal und antisemitisch, sondern immer in der Form, dass man sagte, naja, also er nutzt doch Quellen, von denen anderen Leute behaupten, dass sie irgendwie antisemitische Elemente hätten oder der hat sich da mit Rechtsradikalen getroffen und da muss er, also das geht über Kontaktschuld, ne? Also das sind diese Geschichten. In seinem Artikel ist inzwischen, glaube ich, 63 Mal das Wort Verschwörungstheorie eingebastelt worden. Auch so ein politischer Kampfbegriff. Und das Ganze dient dazu, die Person herunterzuputzen. Warum macht man das? Naja, weil sich Daniele Ganser nicht nur zu NATO Stay Behind Armeen geäußert hat, sondern auch zu dem Thema 9-11, also zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Und da er nun ausgemachter Experte für Staatsterrorismus ist, darüber, dass er sehr über diese NATO Stay Behind Armeen geschrieben hat. Nochmal für den Zuschauer, der es nicht kennt, NATO Stay Behind Armeen, das sind Armeen, die im Europaparlament in den späten 80ern, frühen 90er Jahren bekannt wurden. Da ging es darum, dass also Geheimarmeen existieren, die keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Und diese Armeen wurden genutzt, um Terroranschläge zu machen, übrigens mit Ex-Nazis oder immer noch Nazis, die man aus sozusagen von 45 da so rübergerettet hat. Und die hat man dann rekrutiert, um diese Geheimarmeen aufzumachen, vordergründig, um so eine Art Partisanarmee zu machen. Falls die Russen hier mal irgendwann mal einfallen sollten, dass die dann halt irgendwelche ja, Sabotageakte machen. Hintergründig wurden die aber genutzt, zum Beispiel in Italien, um halt das politische Klima dahingehend zu ändern, dass zum Beispiel in Italien keine
links, also weit linken Parteien auftauchten, was irgendwie wie Kommunisten oder überhaupt linke Parteien, weil man befürchtete, dass die dann sozusagen die NATO-Verteidigungs- oder Angriffspläne gegen Russland frei Haus an die UdSSR faxen. Ne? Also das war so der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und jetzt sagt also jener Daniele Ganser, der da ein Experte ist, ja, also das ist wahrscheinlich mit 9/11 nicht so gelaufen, wie uns das offiziell erzählt wurde. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn so ein Experte was sagt, dann wird das schwierig. Und was macht man dann? Man geht auf die Person. Und die Wikipedia hat ja einen hervorragenden Job gemacht, muss man sagen. Sie haben also ganz gezielt darauf hingearbeitet, dass der Historiker Daniele Ganser diskreditiert wird. Ja, bei Daniele Ganser, da muss man dazu sagen, der hat vorher an der ETH gearbeitet und die hat ihn dann entlassen, weil sie seine Thesen zu 9/11 so nicht geteilt hat. Und ja, also, Idioten laufen überall rum, kann man nicht anders sagen. Also das ist also wer diese sehr zurückhaltenden Aussagen von Daniele Ganser nicht teilt, der hat keine Ahnung vom Thema oder will sich politisch schön konform äußern. Das ist wahrscheinlich das Letzte ist der Fall. Ne? Das heißt also, da hat ja auch die amerikanische Außenministerin beziehungsweise die Botschafterin in der Schweiz insistiert und dafür gesorgt, dass Daniele Ganser an der Uni Schwierigkeiten gab. Wie kann denn das passieren? Also die Uni hört auf eine amerikanische Botschafterin. Was ist denn da los? Ja. Und dann übrigens, also Daniele ist ja eigentlich auch... Eigentlich müsste es ja die... Ja? Eigentlich müsste da ja die Freiheit von Lehre und Forschung gelten. Und gerade in einem neutralen Staat wie der Schweiz, da ist das besonders seltsam, dass man... wegen sowas dann Probleme bekommen. Willkommen in der schönen neuen Welt. Das ist alles nur Fassade. Also wenn man ihnen erzählt, es gilt die Redefreiheit und Freiheit von Lehre und Forschung und sie haben hier eine Demokratie und die funktioniert auch, dann muss ich sie leider enttäuschen, hier funktioniert gar nichts. Das funktioniert nur so weit, wie dass man halt den Schein aufrechterhalten kann, dass sie in einer wunderbaren, rosaroten, klickibunti Demokratie arbeiten oder leben können. Das stimmt alles gar nicht. Also das ganze Land ist von Korruption durchzogen. Wir haben unfähige Politiker und diese Politiker sind zu 99% abhängig von den Entscheidungen, die in den USA gefällt werden oder in den sonstigen ehemaligen Siegermächtstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg gefällt wurden. Das ist der Punkt. Ja, und wer was anderes behauptet, der hat keine Ahnung von dem Geschehen. Wir beobachten das jetzt ja nun schon seit, ich weiß gar nicht, also mit der Wikipedia bin ich ja jetzt seit über 8 Jahren da dran. Und das ist eins der Hauptthemen, die halt in der Wikipedia problematisch sind. Also man kann wirklich sehen, dass genau diese politischen Themen beackert werden. Also es geht ja halt damit los, dass zum Beispiel behauptet wird, das Attentat auf John F. Kennedy, das wäre von einem Einzeltäter gewesen, der hieße Lee Harvey Oswald. Das ist grober Unfug. Lee Harvey Oswald war hinter Kennedy, als Kennedy erschossen wurde. Nun ist das Dumme, dass halt die Ballistik sagt, Kennedy ist von vorne erschossen worden. Ja, und es gibt halt so viele Beweise und Indizienketten, die sich da aneinander reihen, dass man sagen kann, das ist einfach grober Unfug zu behaupten, dass John F. Kennedy von Lee Harvey Oswald erschossen wurde. Das sind ganz andere Leute mit dabei gewesen und die werden halt offiziell nicht benannt. Aber wenn man das dann behauptet und sagt, das ist aber anders gewesen, dann ist man dann Verschwörungstheoretiker. Und das ist auch genau das Ereignis, wo halt neuerlich dieser Begriff Verschwörungstheorie durch die CIA eingeführt wurde, um genau diese Kritiker des damaligen Warren-Berichts, die halt da Zweifel dran äußerten, entsprechend zu diskreditieren. Das ist der Punkt. Ja, und für die Äußerungen, die Sie gerade eben getätigt haben, würde man Sie in der Wikipedia bestimmt auch als Verschwörungstheoretiker dann mindestens bezeichnen. Ja, mit Sicherheit. Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikal, Reichsbürger und alles, ne, alles in der Richtung. Das Schöne daran ist ja, ich bin ja laut Wikipedia nicht relevant. Also der Hauptkritiker der Wikipedia ist für die Wikipedia nicht relevant. Das ist sehr schön. Das heißt, ich muss mich mit diesen Idioten da nicht rumärgern. Also, ne, also was soll ich dazu noch sagen? Also das ist so grotesk inzwischen, dass man einfach da nur noch lachen kann darüber. Also was da läuft. Ich meine, ich kann Ihnen ein schönes Beispiel sagen. Also das Problem an der Wikipedia ist, nach außen hin sagt die Wikipedia, sie ist ein objektives Lexikon. Da wird zwar immer gesagt, nein, das sagen wir alles gar nicht. Schnurzenputz, Blödsinn. Es geht darum, die Wikipedia erzeugt den Eindruck, dass es ein Lexikon sei. Ja, ist es aber nicht. Das wissen wir, es ist ein politisches Agitationsinstrument.
Ja, und dann habe ich solche Leute wie ein Gerhard Sattler, alias Co-Pilot, alias ein Beitrag. Das ist ein Klavierlehrer aus dem Bereich von Osnabrück, ja, und der ist in der Partei Ökolinks organisiert. Und dieser Parteigänger, der Partei Ökolinks, schreibt als militanter Schreiber in der Wikipedia den Artikel von Ökolinks, zumindest große Anteile davon. Das ist in etwa so, wie wenn Sie bei den, ne, also wenn Sie jetzt bei der CDU wären und dann dürfen Sie auch Ihren eigenen Artikel von der CDU in der Wikipedia schreiben. Okay, der gleiche Schreiber schreibt aber auch bei der Partei, die AfD, schreibt da auch noch was rein. Und bei der Basis schreibt er auch was rein. Das können Sie sich vorstellen, was passiert. Also ich kann das kurz zusammenfassen. Er schreibt rein, Ökolinks ist die super tollste Partei von allen und AfD finde ich doof und die Basis finde ich auch doof. Das ist das, was er reinschreibt. Und zwar immer in der Form, dass er irgendwelche Sachen Er schreibt sucht. ja nicht doof, welche Begriffe nu nutzt er denn da? Naja, der Punkt ist halt, Sie finden ja Also, welche Begriffe nutzt er denn da? Sie finden zu jeder Person, zu jeder Gruppierung, zu jedem Verein, zu jeder Partei finden Sie Negativsachen. Und diese Sachen werden dann aber als merkmalsprägend dargestellt. Ja? So wird das dann eingetragen. Also es gibt vielleicht ein Parteimitglied, was ein bisschen komisch ist, und das Parteimitglied wird als exemplarisches Beispiel hervorgehoben, und das wird so dargestellt, als ob das die ganze Partei beträfe. Ist aber grober Unfug. Das haben wir ja bei diesen Demonstrationen gesehen. Also immer bei den Demonstrationen, die regierungskritisch sind, findet man immer irgendwo jemanden, der ein bisschen komisch ist. Und dann kann man sagen, hey, guck mal, da ist aber ein Nazi rumgelaufen. Und dann wird die gesamte Berichterstattung darauf gedreht, dass es aber irgendwie alles Nazis wären, die da rumgelaufen sind. Und ob das jetzt ein Nazi ist und 30.000 andere Leute, und da kann man sich ja mal den Anteil ausrechnen, was das, ne? Also wie hoch dann der Anteil dieser seltsamen Leute in der Demonstration gewesen ist, das ist dann vollkommen Wumpe. Die Presse macht es anders. Und genauso wie die Presse arbeitet, also unredlich arbeitet, genauso unredlich arbeitet auch die Wikipedia. Das heißt, sie nutzen dann dankend diese Beispiele, die ihnen von der Presse gegeben werden, und tragen das so in die Wikipedia ein. Das hat nichts mit Objektivität zu tun. Das ist einfach Propaganda. Es ist ganz üble Nachrede, wenn es Einzelpersonen betrifft. Und es ist einfach nur dazu da, um das Regierungsnarrativ zu stützen und Kritiker der Regierung niederzumachen. Und um auf Ihren Thema zurückzukommen, von wegen lupenreine Demokratie. Eine Demokratie lebt davon, insbesondere, dass nämlich der aufmerksame Demokrat die Regierung kritisiert. Und es ist immer die Regierungspartei oder die Regierungsparteien, die besonders kritisch beäugt werden müssen, weil eben Macht zu Korruption führt. Und das heißt also, der aufmerksame Demokrat muss immer sich die Regierung genau angucken und schauen, was macht die denn da? Ja? Und wenn jetzt eine Regierung eine Demonstration auf die Beine stellt, eine Demonstration gegen rechts, ist das schon ziemlich seltsam. Dass also Regierungsvertreter das Volk aufrufen, doch gegen die Opposition zu demonstrieren. Und dann wird behauptet, die Demonstration wäre nebulös rechts. Ja, was ist denn jetzt rechts? CDU oder was? CSU? Das war noch nach nach der alten Darstellung waren das doch immer die rechten Parteien. Also demonstrieren jetzt die Bevölkerung gegen CDU, CSU und AfD und was da noch so ist. Redet doch kein Mensch mehr von Rechtsextrem, also von NPD oder DVU oder was es da gegeben hat. Ja? Und das ist übrigens auch so ein Ding. Also zum Beispiel, wenn man jetzt von Rechts Populismus redet oder was in Richtung oder von Parteien, die Gefahr haben, dass da irgendwelche Leute dabei sind, die irgendwie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind. Warum erwähnt man nicht die CSU? Habe ich nie gehört. In den 80er Jahren war ganz klar, da sind Parteigänger von der CSU zur DVU rübergegangen. Eine rechtsextremistische oder rechtsradikale Partei. Warum redet davon keiner? Könnte ich doch genauso sagen, die CSU ist eine Partei, da muss man aber ganz schön vorsichtig sein. Stattdessen machen sie es bei der AfD. Ich habe von der AfD, höre ich zwar auch allenthalben, dass da ein gewisser Anteil ist, wo man sagt, so, die sind aber komisch, aber das können sie doch nicht auf die ganze Partei projizieren. Jemand, der behauptet, die gesamte Partei AfD wäre rechtsextrem, das ist grober Unfug, ist das. Das dient dazu, diese Partei, die demokratisch wählbar ist, ansonsten wäre sie ja verboten, da zu diskreditieren. Es dient dazu, die Konkurrenten loszuwerden. Und das ist kein demokratisches Verhalten. Sie müssen ja die AfD nicht gut finden, aber Sie müssen fair mit solchen Leuten umgehen, die eine andere Meinung haben als Sie. Und ich sehe, dass wir gerade in der Regierung Leute haben, die auf Fairness pfeifen.
Und dann frage ich mich, wer sind hier die Leute, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind? Ist es die Opposition oder ist es die Regierung? So, und was wir jetzt sehen, ist halt, die Wikipedia stützt halt die Regierung. Das ist halt ein wesentliches Mittel in der Medienlandschaft, um Meinungsmanipulationen zu machen. Und es geht also immer um die Manipulation der Massenmeinung. Und das ist natürlich wunderbar, wenn ich jetzt so ein Instrument habe, was nach außen hin aussieht wie eine Enzyklopädie, wie etwas Objektives, also den Anspruch hat, dass ich dort multipolar informiert werde. Und dann kann ich da solche Sachen reinbasteln, dass man halt ganz geschickt Leute herunterputzt.